In der Schweiz fehlen rund 85.000 Fachkräfte. Für die Blick-Community ist das aber nichts Neues, denn sie ist klar der Meinung, es liegt an den schlechten Löhnen. Community-Team. Zuerst kam die Angst der Arbeitslosigkeit, jetzt regiert der Fachkräftemangel den Schweizer Arbeitsmarkt. Der Mangel der Fachkräfte ist die größte Gefahr für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt die Beratungsfirma Deloitte in einer aktuellen Befragung von 400 Schweizer Verwaltungsratsmitgliedern. Über alle Branchen hinweg fehlen aktuell 85.000 Fachkräfte. Zurzeit trifft es jene Branchen, die von der Corona-Pandemie am härtesten getroffen wurden, nämlich die Hotellerie und Gastronomie. Selber schuld. Was denkt die Blick-Community über den Fachkräftemangel? Ganz einfach, zahlt endlich anständige Löhne und offeriert anständige Arbeitszeiten, meint Leserin Marisa Beleid. Auch Leser Werner Meyer findet dazu klare Worte, selber schuld. Denn seiner Meinung nach gäbe es mit anständigeren Löhnen auch keinen Personalmangel. Markus Meiler doppelt gleich nach. Es fehlt keine einzige Fachkraft in der Schweiz, wenn die Arbeitgeber nur bereit wären, auch die über 45-Jährigen einzustellen und umzuschulen, meint er. Am eigenen Leib musste das auch Leserin Rael Müller erleben. Leute wie ich, die gerne mit 40 noch eine Ausbildung machen würden, haben keine Chance. Werbung. Ähnliches erlebt aktuell auch Leser Roger Kreuz, der in der Gastronomie arbeitet. Zum Fachkräftemangel meint er, am liebsten hätten die einen 20-Jährigen mit 30 Jahren Erfahrung zum Lohn aus dem Jahre 1992. Es seien genügend Fachkräfte vorhanden. Doch einige Stimmen aus der Community sehen dem Aufschrei rund um den Fachkräftemangel mit kritischem Auge zu. So meint Michel Bornand, es wäre der richtige Moment, den blödsinnigen Wachstum zu verlangsamen, bevor es eines Tages zum großen Klapp kommt. Er ist davon überzeugt, eher einem qualitativen statt einem quantitativen Wachstum zu folgen. Auch Martin Frank sieht den Mangel an Fachkräften eher locker. Seiner Meinung nach gäbe es nämlich genügend Menschen in der Schweiz, die man vermitteln könnte. Werbung. Noch weniger Verständnis für den Aufschrei hat Andreas Arnold. Er denkt, dass es in der Schweiz genügend Arbeitslose gibt. Hört mal auf, immer von fehlenden Facharbeitern zu sprechen. Die Fachkräfte, die kommen, will niemand, dementiert er.